Hier ein 440i Cabrio Luxury Line X-Drive, also Allrad, aus 2019, aus zweiter Hand. Erste Hand ist BMW AG, zweite Hand ist eine Firma. Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Scheckheft gepflegt, unfallfrei, keine Nachlackierung. Sehr guter Zustand. Ende des Jahres ist Fahrzeugcheck und Ölservice fällig. Habe ich aber auch alles abfotografiert. Er hat ganz wenige optische Mängel. Wir gehen einmal rum, also die Front ist völlig in Ordnung. Hier hat er einen leichten Kratzer drin, lässt sich aber rauspolieren, der ist nicht tief. Die Felgen sind in Ordnung, die Bremsen sind in Ordnung, die Reifen, es gibt nur die Reifen, sind Sommerreifen, sind in Ordnung. Komfortzugang ist dabei. Neupreis von dem Auto ist 84.000 Euro gewesen. Hier hat er an der Seitenwand hinten links einen Kratzer drin. Die Felge ist auch gut. Hier hinten ist soweit alles in Ordnung. Hier hat er eine Kleinigkeit. An der Stoßstange hinten rechts. Bei den Türkanten könnte man mit einem Lackstift auslegen. Hier hat er eine ganze Kleinigkeit. Und in dem Bereich der Tür hier hat er eine ziemlich weiche Delle drin. Also da muss ich lange suchen, bis ich die finde. Und die Felge hier vorne rechts hat hier unten einen ganz kleinen Bordsteinkratzer. Also nichts Großartiges. Innen drin helles Leder. Head-Up-Display mit dabei, Nackenwärmer dabei, Windschutz dabei, elektrische Sitze, Harman Kardon, M-Lenkrad, Schaltwippen. Hier die Assistenzsysteme. Sitze mit Memory-Funktion, 29.105 Kilometer. So, gehen wir mal kurz gucken hier in die History. Da wurde Bremsflüssigkeit gemacht. Hier Ölservice und da die Neuwagendurchsicht. Und jetzt ist fertig im Dezember Ölservice, Fahrzeugcheck, die Bremsbeläge vorne 18.000, hinten 29.000, Bremsflüssigkeit erst im Dezember nächsten Jahr und TÜV im Januar 2024. Logischerweise großes Navi mit dabei, Sitzheizung, Klimaautomatik. Verdeck funktioniert auch einwandfrei. Aufgrund dem Leder hat man natürlich mal nachgeguckt, ob irgendwelche Verfärbungen vorhanden sind. Alle Sitze sind sauber. Gut, bei der Fahrleistung ist das auch kein Thema. Die Windschutzscheibe ist gut. Verdeck funktioniert einwandfrei. Abgabepreis Minimum 42.500 Euro. Dafür will man ihn sofort abgeben. Ich weiß, das ist ein bisschen eng, aber wenn niemanden nimmt, würden wir ihn für knapp 47.000 hinstellen.